Durch die Melodie der Spieluhr, die Ruka in ihrem Krankenzimmer fand, lebte die Erinnerung an ihre Kindheit wieder auf. Das war die Zeit, als sie mit ihrem Vater Soya, einem Maskenfertiger, und ihrer Mutter Sayaka in der Yomotsuki-Residenz gelebt hatte. Nur an das Gesicht ihres Vaters konnte sie sich einfach nicht erinnern. Zurück in der Realität fand Ruka die Maske des Instruments, die ihr Vater gefertigt hatte. Diese Maske wurde ihr bei der Einführung vom Täter aufgesetzt. Im Tagebuch von Sayaka las Ruka vom Verdacht ihrer Mutter, ihr Ehemann Soya wolle die Mädchen für irgendeine Zeremonie verwenden und sei vielleicht sogar in kriminelle Machenschaften verwickelt. Ruka wusste nun, warum ihre Mutter sich von ihrem Vater getrennt und die Insel verlassen hatte. Als sie schließlich an dem Ort unter der Klinik stand, an dem sie zuerst verschleppt und an dem sie später wieder aufgefunden worden war, spürte sie, wie durch ihn die Erinnerung in ihr wachgerufen wurden. Phase 9, Heimkehr, Ruko Minatsuki. Okay. Wir sind wieder bei Ruka. Auch direkt. Direkt beim Mondbrunnen. Ich bin hierher gebracht worden auf einem dunklen Weg. Begehe den Ort der Erinnerung. Ja, okay, wir dürfen jetzt wieder in den Mondbrunnen oder was? Mit die Lady in Red nochmal besiegen? Mhm. So. Oh, die sehen nett aus. Freundlich. Ja, schönen guten Tag. Natürlich machen wir wieder Kombos hier. Ja. Oh. Boah, direkt neben mir. Ich habe noch einen gehört, oder? War da nicht noch einer? Also noch ein dritter eben. Ich habe eben am... Ach so, das war nur, wenn die sterben. Mach nee, okay. Das war ihr letzter Brumpfschrei, der mich gerade ein bisschen verwirrt hat. Okay. Na gut, gehen wir jetzt auch mal zum Brunnen. Mal schauen. Warte mal, hä? Ah. Oh, wir können auf jeden Fall schon mal speichern. Genau, von hier aus hat man mich irgendwo hingeführt. Da vorne. Oh, warte mal. Ah, nein. Entschuldigung. Wie viele haben wir denn von dem Typ? 98, okay. Das ist sehr gut von dem Typ. Boah. Können wir, glaube ich, so lassen, ne? Kann ich den roten Film kaufen? Nee, kann ich nicht.
Elfmal Heilung. Ja, das passt ja alles. Das ist ja okay. Dann lassen wir das so. Dann speichern wir einfach nur direkt. Okay, los geht's. Ah. Ob sie sich da jetzt durchzwängen kann? Mit Shushiro kamen wir hier ja nicht weiter. Was? Hier ist eine kleine Öffnung. Ich könnte eventuell durchkriechen. Ich müsste gerade so durchkriechen können. Durchkriechen? Ja? Ich wette, der Detective wäre auch sehr, sehr gut durchgekommen. Er hat sich einfach nur angestellt, diese Pussy. Ach, sie ist schon wieder. Wie konnten wir das letzte Mal nicht bekämpfen? Oh Gott, was ist denn das für ein Labyrinth hier unten? Okay. Links oder rechts? Ich bin Rechter. Nein, natürlich nicht. Ich bin Linker, deswegen laufe ich nach links. Okay, ein Item. Ah, der 90er. Der 90er. Okay, da geht's auch noch. Ja, Detective Surfer ist alles das Gleiche. Ist halt der Surfer Detective. Da ging eine Leiter nach oben, ne? Gerade. Eine Leiter, eine Treppe. Bringt mich doch nicht durcheinander hier. Okay. Da geht's noch weiter runter. Geht's auch nochmal wieder nach oben? Wir werden hier alles durchsuchen, liebe Leute. Ich werde nichts auslassen. Zumindest versuchen, nichts auszulassen. Ah, guck mal. Balkonien. Achso, warum starrt ihr mich an? Ich will nicht, dass du mich anstarrst. Oh, das sieht tatsächlich sehr nach Arena aus. Warum starrt sie mich an? Ich will nicht, dass sie mich an. Warte, was? Da vorne scheint eine Puppe zu sein. Da ist noch ein Item. Wo ist denn die Puppe? Oh, oh, oh. Also wenn ich das Geräusch, ne, mit dem Hören der Puppe, das jetzt nicht bekommen hätte, dann hätte ich die definitiv übersehen. Also, da wäre ich hundertprozentig dran vorbeigelaufen. Okay, da unten ist noch ein Item, was wir uns holen können. Ah, hier kommen wir wieder zu der Treppe. Okay, dann werden wir jetzt mal wieder ein Stück zurückgehen und den rechten Gang hier nutzen. Wobei, was ist das für ein Gang hier? War hier das Item? Nee, hier war nicht das Item. Ich möchte tatsächlich noch nicht da vorne hin. Weil ich ein bisschen Sorge habe, dass ich dann irgendwas trigger und nicht mehr wieder zurück kann. So, deswegen gehen wir einmal jetzt wieder hier entlang. Und dann diesen Gang. Den kennen wir noch nicht. Was heißt denn hier weit nach meiner Zeit? Ich bin 87er Baujahr, mein Lieber. Okay. Zitternder Inselbewohner. Wow. Gut, dass ich mich nicht erschreckt habe.
Der Inselbewohner Masanobu Fushiki konnte der Katastrophe in den Rogetsu-Ursprungskanal entkommen, doch sie fand ihn. Ja, sie mit sie ist dann wahrscheinlich die Olle hier gemeint, ne, die uns. Ja, also wenn ich 87 vor Christi geboren wurde, dann habe ich mich extrem gut gehalten. Also, danke für das Kompliment, dass ich doch noch nach über 2000 Jahren immer noch so dermaßen gut aussehe. So, verängstigte Inselbewohner. Sie sah, wie ein Inselbewohner nach dem anderen erblühte und war voller Angst vor der Frau in Rot. Ah, Lady in Red mal wieder. Ja, alles klar. Nehmen wieder den anderen Film. So. Darfst du mich gerne quitten? Also ich dich quitten natürlich. Nicht andersrum. Ich kann gar nicht höhere Kombi fahren, weil ich zu viel Schaden mache. Nein, ich mache nicht zu viel Schaden, weil die Geister zu wenig aushalten, so rum. Viel Schaden. Ich. Wir machen nicht zu viel Schaden, auf gar keinen Fall. Wir machen zu wenig Schaden. Viel zu wenig. Echt. Okay, wir laufen jetzt hier weiter durch, ne? Nee, absolut nicht. Ich find den Schaden der Kamera, der ist super. Die Geister halten einfach nur ein bisschen zu wenig aus. Aber es sind ja auch die Standardgeister, also. So, hier irgendwo müsste ein Item sein, ne? Ja, da vorne. Siehst du schon. Ja. Die Lady in Red verfolgt sie alle. Okay. Das ist ja cool. Sehr schön. Oh! Ach so. Ja, gut, das ist jetzt die andere Kamera, ne? Aber mal schauen. Auch hier können wir die Max-Kraft erhöhen. Natürlich. Das machen wir. Wie gesagt, der Schaden der Kamera, ne? Uiuiui. Okay. Arena, liebe Leute. Weiß nämlich nicht, ob ich sie hier jetzt tatsächlich bekämpfe. Ja, okay. Wow, das sind viele Aufladungen. Ja, komm. Ich will quitten. Okay, oder auch nicht. Hat die keinen Bock, mich anzugreifen, oder was ist da los? Okay, die will mich nicht angreifen. Okay, doch. Aber nicht so, Fräulein. Ich mache halt nicht viel Schaden, wenn ich keinen Crit mache, ne? Null? Oh Gott. Okay, ich mache null Schaden, ich gehe weg. Ich weiß natürlich auch nicht, wie das mit dem Crit gewesen wäre, ne? Okay. Okay. Ich weiß natürlich nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich gecrittet hätte, ob ich dann Schaden gemacht hätte. Ich wollte das jetzt aber auch nicht ausprobieren. So, wir gehen erstmal hier entlang. Okay, hier ist irgendein Item. Rot. Können wir ein Objektiv upgraden?
Okay. Können wir tatsächlich nicht? Nee, nee, die spare ich mir auf tatsächlich. Die werde ich mir aufsparen. Ja, mein Gott. Die war mir zu langsam. Die ist mir zu sehr hin und her geschwebt da. Das war ein bisschen blöd. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich hier jetzt hinkommen werde. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es dort tatsächlich weitergeht. Ich möchte aber gerne nochmal. Ach so, hier ist. Oh. Okay. Nimm es noch langsamer auf. Hier ist ein sehr altmodisches, japanisch gebundenes Buch. Auf der Insel Rogetsu gibt es eine Höhle, den Ursprungskanal, nach dem Byakuya, die Vorfahren der Gefäße, im Einklang mit dem Mond hier eine Vision empfing, wird dies ein Ort für die Ausbildung von Priesterinnen. Eingeschlossen in jener Höhle, unberührt von Licht, sie bewahrt sich das selbst, doch vergisst die ganze Welt. Nachdem Leere und Tod sie empfangen, wird sie ein weiteres Mal in diese Welt geboren. Dies ist der Weg des Rogetsu-Ursprungskanal. Viele der Priesterinnen verlieren den Verstand, nur wenige können der Ausbildung standhalten und spirituellen Austausch erlangen. Nur wer zur Priesterin des Mondes tauglich ist, soll die Ausbildung im Ursprungskanal absolvieren. Ah, puh. Nee. Die sind halt easy, ne? Die sind halt easy peasy. Okay. Vor der Frau habe ich ein bisschen Respekt, muss ich sagen. Wobei es geht eigentlich, es ging. Also eben mit Misaki konnten wir die ja ganz gut bekämpfen. Mal schauen, wie es mit Madoka so funktioniert. Cousin vom Geburtskanal oder wie? Wahrscheinlich. Oh. Ja, was haben wir denn hier? Hier geht's nochmal nach oben. Kommen wir hier denn raus? Oh. Hier war irgendein Item. Für uns. Okay. Irgendwas haben wir gerade aufgedeckt. Oh. Frau im Ursprungskanal. Der Fabio ist heute wieder. Ach so. Natürlich. Wenn, dann gleich auch bekämpfen, oder? Also. Ah. Der Fabio hat heute wieder eine Lachpille geschluckt. Eine Clownspille. Ihm. Ich glaube, der Fabio hat zu wenige Puppen gesehen. Ach Gott, nein, warte. Okay, nee, wir gehen mal kurz wieder zurück. Ah. Wir gehen mal kurz wieder zurück. Es scheint hier ja weiterzugehen. Ich würde gerne aber nochmal den anderen Gang erkundschaften. Nee. Also wenn, dann mit Kamera. Sei nicht so ein Feigling. Naja, also wenn du schon mit mir kämpfen willst, ich nehme die Kamera. Ah, ein Item. Hier ist ein altes Notizbuch. Die Maske ist an allem schuld. Sie ist nicht von dieser Welt. Was für eine Katastrophe hat diese Maske auf die Insel losgelassen? Der Tag der Erlösung. Alle werden noch, während sie leben, wie Tote. Seht auf keinen Fall dieses Gesicht an. Okay.
natürlich. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Okay. Ui. Bin genau in die richtige Richtung gelaufen. Sehr schön. Tja, dumm gelaufen. Okay, ich glaube, das war's dann, ne? Ja. Okay, dann können wir... können wir dem anderen Gang folgen. Ja, das war der hier, ja. Das war Cycles Lieblingsspiel, ja. Ich weiß gar nicht, wer hat den Skill überhaupt eingesetzt? War das Cycade? Ah, okay. Sehr schön. Ach, guck mal. Oh. Das ist ja auch die Geistertusse weg. Jetzt können wir hier ja alles in Ruhe erkundschaften. Das ist ja noch besser. Habe ich ja genau das Richtige gemacht. Das ist Zero-Objektiv. Oh, das war gut. Das war gut, das Zero-Objektiv. Können wir leider nicht upgraden, aber... Das ist ja das bessere Objektiv davon. Okay. Okay. Ein schönes Objektiv gefunden. Was finden wir hier hinten? Oder werden wir nur einem Geist begegnen? Nee. Okay. Ah. Ein Item. Ah, rote Steinchen. Aber ich glaube, das sind zu wenig, oder? Nee. Mehr Schaden, mehr Schaden. Wir brauchen mehr Schaden, liebe Leute. Immer mehr und immer mehr. Kann nicht genug davon bekommen. Wo führt uns dieser Gang jetzt überhaupt hin? Also diese Ursprungskanäle. Das sind die, ist die direkte Verbindung zu dem Brunnen, ne? Aber meine Güte, das ist ja sehr verzweigt hier. Mit Misaki ging das schneller. Da sind wir auf einmal direkt am Brunnen gespawnt. Ah, hier ist die Tür. Ich habe gerade irgendein Item. Irgendwo ist hier ein Item. In der Mitte des großen Schreins ist eine Maske. Hier, da kommen wir nicht hin. Andere Seite. Sie läuft natürlich auch extrem schnell, muss ich sagen. Also, ihr Laufschritt ist schon sehr, sehr geil. Ein altes Buch gefunden. Begleitet von einer Priesterin, die Wächter genannt wird, werde ich dem Rogetsu Kagura zusehen und Testaufnahmen mit der Kamera Obscura machen. Das Rogetsu Kagura ist eines der größten öffentlichen veranstalteten Kaguras. Der ruhige Tanz wird immer intensiver und beim Höhepunkt der Aufführung werden viele ohnmächtig durch die berauschende Aufregung. Einige erkranken beim Kagura auch an der sogenannten Mondsucht. Es ist denkbar, dass die Mondsucht durch die beim Kagura erlebte Ekstase ausgelöst wird, bei der die Seelen den Körper verlässt, um die Geister der Verstorbenen zu begrüßen.
Wenn sie nachher nicht mehr vollständig zurückkehrt oder sich nach ihrer Rückkehr verändert hat, führt das wohl zu Mondsucht. Die Wächterinnen gehören einer Abstammung an, die anfällig dafür ist, von Geistern besessen zu werden, weswegen sie sich durch Übungen auf das Kagura vorbereiten. Die Überlieferungen der Wächterinnen sind wirklich faszinierend. Für die Toten sehen die Menschen demnach aus wie eine Ansammlung von Tönen. Diese Töne heißen Mondklänge und variieren je nach Mensch. Die Mondklänge bringen die Natur eines Menschen zum Vorschein. Interessant dabei ist, dass der Klang höher wird, wenn man sich ärgert, fluktiert, wenn man verwirrt ist und tiefer wird, wenn man traurig ist. Zugrunde liegende Melodien bleibt aber immer gleich. Wenn man aber an der Mondsucht erkrankt, verzerren sich die Mondklänge und zerbrechen. Die Vorstellung, dass Menschen eine Ansammlung von Tönen sind, mag ein Aberglaube sein, aber als solcher durchaus reizvoll. Die Wächterinnen haben auch die Aufgabe, durch das Spielen verschiedener Weisen die Mondklänge in Ordnung zu halten. Von der Mondsucht zerstörte Mondklänge können sie zwar nicht mehr wiederherstellen, aber es wird überliefert, dass viele andere Krankheiten durch sie geheilt wurden. Es kommt häufig vor, dass Krankheiten durch Beten behandelt werden, aber von einer Behandlung durch Musik hatte ich noch nie gehört. Die Wächterin sagt mir, dass sie auch meine Mondklänge hören können. Sie sollen sehr wohlklingend sein. Manchmal sagen die Wächterinnen wunderliche Dinge, aber sie haben alle sehr moderne Vorstellungen, sind intelligent, gütig und schön. Ich wünschte, sie könnten mich zu meinem nächsten Reiseziel begleiten. Ich würde ja gerne mal wissen, wie meine Mondklänge sich anhören. Wie sich meine Mondklänge anhören. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich völlig verzerrt und durcheinander. Oh, da war noch ein Item. Wir müssen nochmal zurück, da ich habe ein Item gesehen. Irgendwo hier. Am Boden wahrscheinlich. Nicht? An der Decke? An der Decke auch nicht. Oder ist es die Tür, die wir... Was? Ah ne, tatsächlich hier irgendwo. Warum? Warum sehe ich das schon wieder nicht? Ah. Ja. Oh, 20 rote. Ui, das ist viel. Aber wir brauchen 25. Nein! Wieder 5 zu wenig. Verdammt! Ich würde auch gerne langsam speichern. Ein Speicher wäre ganz nett eigentlich. Ach Gott. Boah, ist das solche endlose Treppe hier oder was? Okay, geht. Geht ja noch. Ich habe ein ungutes Gefühl, dass mich hier gleich irgendwas anspringt. Okay. Noch nicht. Aber es geht noch weiter, um Gottes Willen. Kommen wir jetzt zum Mondbrunnen? Wir gehen ja dem Anschein nach wieder sehr weit nach oben, Richtung Oberfläche. Okay, das hört sich alles merkwürdig an. Was sind das für Geräusche? Eine Broschüre. Heute wird im Tempel der Mondfinsternis das Rogetsu Kagura abgehalten. Bitte kommen Sie bis 22 Uhr dorthin. Während des Rogetsu Kagura werden die Tore des Tempels der Mondfinsternis geschlossen und niemand darf den Tempel dann noch betreten oder verlassen. Es ist streng verboten, nach Mitternacht, wenn die Mondfinsternis beginnt, seinen Platz zu verlassen. Darüber hinaus müssen alle, die dem Kagura beiwohnen wollen, im Shugen-Tempel eine Maske abholen und sie während der gesamten Vorführung tragen. Ja. Die 5 Instrumente. Sie hatte die Flucht vor der Frau in Rot bereits aufgegeben und harrte gedankenlos dem, was sie erwartete.
Die fünf Instrumente. Die fünf Instrumente auf der anderen Seite des eingestürzten Ganges machen sich auf dem Weg zur Bühne des Kagura. Wir haben sogar einen neuen Rachegeist. Ich. Super. Nee, ich ist Frau in Rot. Frau in Rot, deren Erblühen stetig voranschreitet, strahlt eine bedrückende Aura aus. Die Kamera Obscura bildet nur ihr verzerrtes Gesicht ab. Die Frau in Rot ist, glaube ich, die Priesterin, ne? Müsste die Priesterin sein. Wenn mich jetzt nicht alles irrt. Wenn ich jetzt nicht so völlig, völlig durcheinander bin. Oh, ein Speicherpunkt. Oh, sehr schön, sehr schön. Die roten Filme können wir gar nicht kaufen. Okay. Hätte jetzt eigentlich gedacht, komm, wir haben wieder so viele Punkte. Lass uns mal ein bisschen mit den roten Filmen eindecken, ne? Aber... wir kaufen mal ein bisschen von denen. So. Boah, von dem Rest haben wir ja Heilung mit 11. 11 mal heilen. Sollte reichen. Okay. Mal schauen. Es wird auf jeden Fall lauter. Hier ist ein Zimmer. Dieses Geräusch hinter der Tür, es kommt mir bekannt vor. Hört sich an wie eine Dampfmaschine. Oh Gott. Ja. Ich geh mal weiter, ne? Das hier ist das die Bühne des Kagura? Untersuche die Bühne des Kagura. Sieht sehr danach aus, ja. Sie ist ja blöd. Das sollte bei der Priesterin ja eigentlich nicht passieren, ne? Die sind ganz schön nah dran. Quit. Combo. Combo. Nochmal. Okay, ich muss tatsächlich... ich muss hier kurz mal ein bisschen weiter weg. Einfach nur mal um... Uiuiui. Das war knapp. Ja, kann ich sie twitten? Okay, nein. Okay, wo kam sie denn jetzt her? Warte, nee. 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 Ah, da ist die Frau wieder. Ich muss hier kurz... Mitten ins Gesicht, die Frau. Okay, ein Mädchen tot. Ah,
Ja, komm her, komm her, komm her. Okay, nein. Oh, oh. Okay. Die tanzt noch rum. Möchte gerade auch nicht. Hinter mir, Seite. Oh. Ich weiß nicht, auf wen ich mich fokussieren soll. Ich töte sie jetzt. Mach wieder eine schöne Kombo. Okay. Okay, das war sie. Oh, noch ein Kind. Wie viele sind das? Oh nein, es sind zu viele. Oh, oh Gott. Unten? Jetzt greifen die mich auch noch. Und oh Gott. Sehr uncool. Sehr, sehr uncool, muss ich sagen. Ja, ja, ja. Nee, 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 nee. Warte mal, warte mal. Oh. Oh. Ah. Shit. Okay, das war nicht so cool. Warte, ich muss ja mal kurz ein bisschen. Lass mich doch mal kurz Luft holen. Ja? Lass mich doch mal kurz ein bisschen Luft holen, bitte. Mich hier gerade alles ein bisschen. Okay. Okay. Okay, das waren zwei auf einmal. Sehr, sehr schön. Okay, sie hatte keine Lust. Oh, schon wieder. Holy shit. Ey, immer. Krass. Okay, verschwunden. Da ist sie. Da ist sie. Throwing Flashbang. Ja, ja, ja. Ah, Gottes Willen. Aber ich glaube, das hört sich danach an, dass wir es geschafft haben. Ah. Ja, Fabio, tut mir ja leid. Oh Gott, dieser. Ja, schön. Müssen wir das wirklich? Ist jetzt nicht so, als wenn ich sagen würde, warte mal, da ist der Projektor, dann müssen wir die Treppe nach oben. Einer der USA-Fans verkleidet sich als Hotdog. Ah, gut. Filmtyp 00 erhalten. Okay, was ist das denn für ein Filmtyp? Oh, wow, der ist noch stärker. Ein spezial behandelter Film. Höchstmögliche Stärke, lange Ladezeiten. Könnte man für einen Endboss benutzen, wa? Mit dem Film zu critten? Ich glaube, das wird auch dem Endboss sehr wehtun. Hm. Item. Ja, finde ich jetzt eigentlich nicht so. Also wundert mich nicht, dass ein Amerikaner sich als Hotdog verkleidet. Aber das können Europäer genauso machen. Also, wir haben hier in Europa haben wir auch genug Verrückte. Okay. Wir müssten eigentlich optimieren können. Nee, uns fehlt. Oh. Nee. Da brauchen wir noch ein bisschen für die maximale Kraft.
Ich möchte mehr Kraft haben. Na klar. Selbstverständlich. Ah, da hinten wird doch bestimmt noch ein Item liegen. Oder irgendein Geist. Ich wusste es. Silhouette des Vaters. Ah, unser Vater, ne? War das eben Papa? Folge dem Schatten der Vater ähnelt. Okay, hier war irgendwo ein Gegenstand. Nein. 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 Die Lampe. Oh. What? Genau. Ah, Decke, Decke. Oh. Okay, ja. Sorry. Süß, echt. Okay, nee. Ja, sorry. Das war ein bisschen... Ja. Ja. Ah. Oh, wow. Okay, da machen wir jetzt zu wenig Schaden. Ich muss wirklich aufladen. Ich mach gleich mal Spezialschaden. Mal sehen, wie viel das macht. Bei voller Aufladung. Oh. Ja, wo ist Hans? Ach, da ist Hans. Spezialschaden. Oh, 1312. Ja, das tut weh. Uiuiui. Wir sollten uns heilen. Am besten zweimal. Okay, hier müsste jetzt ja aber immer noch der Gegenstand sein, oder? Nee, nicht? Toll. Oh, ein Püppchen. Ein Püppchen. Also ohne diese... ohne diesem Geräusch hätte ich die Puppe garantiert auch wieder übersehen. Garantiert. Ach Mist, ich habe wieder einen falschen Film benutzt. Kommen wir da überhaupt entlang? Nee, anscheinend nicht. Aber hier ist eine Tür. Wo war denn der Speicher? Okay, hier ging das aber... Okay, ist tatsächlich der einzige Weg. Was? Wieder. Irgendwo eine Puppe. Andere Seite? Ja. Püppchen, wo sind sie? Man sieht auch sehr viel, ne? Oder ist sie hier oben irgendwo?
Ich wette, die sitzt hier unten irgendwo im Gitter oder so. Ich kann mit der Kamera aber auch schlechter reingucken. Ja gut, wir haben sowieso schon so viele verpasst, wenn ich die hier jetzt nicht finde. Jetzt auch nicht so wild. Ah, hier. Ah, okay. Absicht. Dann lunzt sie hinter dem Baumstamm hervor. Aber wäre tatsächlich auch nicht schlimm gewesen, wenn ich die jetzt nicht abgelichtet hätte. Also, wäre jetzt nicht so wild gewesen. Bin ja jetzt auch nicht der große Trophy Hunter oder so. Oh Gott, warum? Pudding. Warum denn? Okay, können wir die öffnen? Oh, wir können die öffnen. Das ist uncool. Jo, vielen Dank. Psycho-Aid. Okay. Gefäß. Priesterin im Mittelpunkt des Kagura. Sie nimmt die Seelen der Toten in sich auf, besänftigt sie und schickt sie dann wieder zurück. Starb beim Kagura. Wir haben noch einen Rachegeist tatsächlich. Oh. Moment hatte sie verloren, daraufhin ihre Stimme. Gedächtnis verließ die Insel. Danach konnte sie nie mehr lachen. Sie war stolz, als Außenseiterin eine Rolle gespielt zu haben. Kurz nach Ende des Kagura ist sie spurlos verschwunden. Oh. Die kleinen Mädchen, ne? Übel. Auch ein übles Schicksal. Bab. Ja, ah hier, Silhouette. Rukas Vater Soja hüllt sich in zeremonieller Kleidung. Von ihm geht eine mächtige, alles zurückdrängende Aura aus. Leidendes Mädchen. Ruka liegt auf dem Altar und windet sich, ob der Schmerz, die ihr die auf ihre Psyche einwirkende Maske zufügt, die sie tragen muss? Ist wahrscheinlich. Bosbori, auch so ein Sadist, macht einfach Fotos von leidenden kleinen Mädchen. Ja. Wozu habe ich die Kamera denn, ne? Also ich meine... ja. Nehme ich gleich. Erkunde das Hinterzimmer. Ach Gott. Ja, klar. Das ist ja... Kommen wir hier jetzt weiter oder... Weil hier geht es ja noch weiter mit dem Gang, ne? Also wir können hier den Gang ja noch weitergehen. Wo auch immer wir da halt hinkommen. Ich gehe erstmal kurz weiter. Einfach nur um zu... Okay, hier geht's eindeutig weiter. Dann gehe ich wieder zurück. Vater auf dem Heimweg. Geisterliste. Vater auf dem Heimweg. Rukaks Vater Soja ist auf dem Weg nach Hause von Shugen-Tempel. Die Luft ist erfüllt von trauriger Entschlossenheit. Gott, diese Masken, ey. Ein altes Schriftstück. Die Maske des Gefäßes muss in ihrem Inneren das Gesicht eines nicht geknospten Verstorbenen haben. Dieses Gesicht muss im Shugen-Tempel für eine Nacht dem Licht des Mondes ausgesetzt sein. Bei der Herstellung der Maske wird das Gesicht des Toten, welches für das Innere der Maske verwendet wird, vom Körper abgezogen und veredelt. Das Mondlicht darf währenddessen nicht erlöschen. Oh, Alter. Ey, das ist so makaber, ne? Also man muss sich jetzt vorstellen, dass im Inneren dieser Maske halt ein echtes Gesicht vom Verstorbenen drin ist. Auf dem mit einem bewölkten Mond verzierten Altar liegt eine Frauenmaske. Die schneeweiße Oberfläche der Maske ist riesig wie... Ist rissig wie ein Felsen. Also hier in jeder Maske, im Inneren jeder Maske, ist halt ein abgezogenes Gesicht einer Leiche, eines Toten. Das ist ja voll. Ja, sehr schön. Ich muss jemanden bekämpfen. Vater war immer hier drin. Oder auch nicht. Opusa.
Okay. Devil Baby, Devil. Willkommen. Schön, dass du mal einschaltest. Viel Spaß beim Lurk. Vielen, vielen Dank für den Lurk. Okay. Okay, wir kommen hier nicht. Entschuldigung. Wir kommen hier nicht ins Hinterzimmer. Das ist doof. Das ist doof. Weil das sollen wir ja eigentlich untersuchen, oder nicht? Erkunde das Hinterzimmer, ja, kommen wir, okay. Wir müssen bestimmt irgendjemanden bekämpfen, pass mal auf. Wir kommen hier jetzt nicht mehr raus und müssen irgendeinen Geist bekämpfen. Ja, oder auch nicht, okay. Dann, ja, gut, dann gehe ich weiter. Ins Hinterzimmer kommen wir ja anscheinend nicht, vielleicht später. Mal schauen. Dem Gang hier können wir ja noch folgen. Unser Vater ist diesem Gang ja auch noch entlang spaziert. Oh, wir haben hier wieder ein Item. Hoch. Oh, da. Oh, 30 Stück. Warte, da haben wir doch genug, oder? Jetzt müssen wir doch... wir können einmal maximale Kraft. Jawohl, sehr schön. Sehr, sehr gut. Als nächstes können wir tatsächlich die Sensibilität erhöhen. Bei dieser Kamera. Wobei, ich glaube, wir sparen die blauen... Die blauen Kristalle sparen wir auch für die anderen Protagonisten hier. Wo sind wir denn jetzt? Okay, hier sind wir. Unser altes Zimmer. Oder altes Haus, ja, genau. Heimkehr, Phase 9 abgeschlossen. Shushiro fand bei seiner Untersuchung der Haibara-Klinik heraus, dass dort illegale, geradezu unmenschliche Praktiken zur Anwendung gekommen waren. Die Patienten wurden aus irgendeinem Grund von Direktor Shigeto Haibara als Versuchsobjekte für Experimente missbraucht. Auch Shigetos Sohn Yo hatte ihn dabei unterstützt. Nur zu welchem Zweck? Warum war Shigeto Haibara davon besessen, eine Heilung für das Mondlichtsyndrom zu finden? Ein Hinweis darauf gibt ein Fest der Insel des Rugetsu Kagura. Da vielen wegen des Kagura an Mondlichtsyndrom erkrankten, glaubten Shigeto und sein Sohn, dass eben die Masken und die Musik des Kagura ein Weg zur Heilung des Mondlichtsyndroms sein könnten. Und am Tag des Verschwindens der Mädchen vor 10 Jahren fand ebenfalls ein Kagura statt. Was hat dieser sonderbare Zufall zu bedeuten? Und wer ist die Frau, die einer der Patienten in seinem seltsamen Bild gemalt hat? Das möchte ich eigentlich nicht herausfinden. Phase 10. Gefallene Blüten. Shoshiro. Kirishima. Oh, stimmt, wir sind bei, wie hieß der noch? Magaki? Ah, das ist der Innenhof. Ja, das ist der Innenhof. Okay. 2 Jahre nach dem Fest kam ich zurück auf diese Insel, um Haibara zu finden. Ich sah diese Frau und danach, was geschah bloß danach? Wir haben hier aber noch ein Item tatsächlich, was wir finden können. Ah, hier. Direkt hinter uns. Okay, wir müssen in den Innenhof. Das müssen Notizen dieses Künstlers sein. Notizen von Magaki. Die Visionen schenken mir einen Wert nach dem anderen. Seit ich hierher gekommen bin, hat die Endzeitästhetik der Vision nur immer mehr zugenommen. 5 Mädchen, die nach dem Licht suchen. Mein Gemälde der reinen und doch törichten Mädchen, die Hilfe suchen, ohne von dem Verbrechen zu wissen, das sie begangen haben. Eine Mischung aus Rettung und Verzweiflung. Die Schwere der Bürde, die... Ja, danke. Eine Mischung aus Rettung und Verzweiflung, die Schwere der Bürde, die sie tragen, und Schönheit der Mädchen, die gerade von dieser Bürde herrührt.
Dieses Werk verkörpert wahrlich meine Vision und nun erstrecken sich die Visionen endlos vor meinen Augen. Und dann ist da nichts mehr. Diese Visionen sind die Blumen der Erlösung, die uns erretten werden. Wir werden alle erretten durch unsere Vernichtung. Grelle, blendende Vernichtung wird auf der Insel erblühen. All der Schmutz wird erblühen. Halte ein und erblicke die Blüte der Frau. Erblicke ihr Gesicht, das erfüllt ist von der Schönheit der Zerstörung. Das Gesicht ohne Gesicht. Die Blume der Vernichtung. Komm, 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 komm. Okay. Leicht verstörend, muss ich sagen. Leicht verstörend. Und was sollte der Dixbaskill gerade eben überhaupt? Hier war überhaupt nichts los. Ihr wollt mir einfach nur einen Herzinfarkt bescheren, wa? Ihr wollt einfach meine Lebenszeit nur verkürzen, habe ich das Gefühl. Ah. Was? Wo gehst du denn jetzt hin? Jo betritt die Galerie. Wo sollen wir ihm folgen? Also bisher war das ja immer ganz gut, wenn wir den Wandergeistern gefolgt sind, ne? Jo Haibara macht sich auf den Weg zur Galerie von Yuko Magaki. Er will ein ganz bestimmtes Bild sehen, das sich dort befindet. Okay, das werden wir uns bestimmt angucken müssen. Wir folgen ihm mal. Und ich wette, es wird das Bild der roten Frau sein, der roten Lady, oder? Ich hab's geahnt. Es wird das Bild der roten Frau sein. Natürlich, welches sonst? Jo Haibara starrt wie gebannt auf das Bild der Frau, den Tag herbeisehnend, an dem seine Schwester wie die Frau auf dem Bild erwachen würde. Warum will er eigentlich, dass seine Schwester erwacht? Dadurch stirbt sie ja eigentlich nur. Gehört das etwa Haibara? Wie lange schläft Schwester noch? Ich habe alles unternommen, um sie zu heilen. Selbst meine Hände mit illegalen Experimenten schmutzig gemacht. Ich habe den Ritus der Heimkehr durchgeführt, der den Tag der Erlösung auslösen soll. Aber der Ritus schlug fehl und meine Schwester ist gefangen in einem Zustand zwischen Leben und Tod. Hat bei dem Ritus etwas gefehlt? Wozu habe ich das alles getan? Vielleicht wäre es am einfachsten, wenn ich das alles einfach vergessen könnte. Dieses Bild gibt mir Hoffnung. Meine Schwester wird erwachen. Die anderen fürchten sich vor diesem Bild. Sie nennen es grausig, aber mich beruhigt es, wenn ich davor stehe. Meine Schwester wird erwachen. Eines Tages. Ganz bestimmt. Zwischen den Seiten des Notizbuchs liegt ein Schlüssel. Darauf steht Rogetsu Anstalt Keller. Oh. Ah. Ist das diese Tür? Ah, okay. Ja, das ist diese Tür, die mit Talisman vollgekleistert ist. Sehr schön, dass wir die jetzt öffnen können. Ich freue mich. Ja, eigentlich will ich überhaupt nicht herausfinden, was sich dort befindet, da bin ich ganz ehrlich. Ja. Oh, ja. Oh, okay. Oder irgendwas ist ja noch. Ist da noch irgendein Item? Oder ist der Rollstuhl damit gemeint? Dass es hier so blau leuchtet. Es wird bestimmt der Rollstuhl sein. Ne, es ist nicht der Rollstuhl. Tatsächlich was anderes. Diese fünf Mädchen. Es ähnelt der Szenerie, die ich unter der Haibara Klinik gesehen habe. Okay, war tatsächlich... Ja, Rollstuhl, bitte mach nichts! Ah, die Frau in Schwarz, nein, nicht du schon wieder. Du warst auch eklig. Ja. Ich gehe weiter, ich will dich gar nicht stören. Natürlich. Oh, du bist schnell! Ja. Wollte die mich gerade erwürgen? Okay, wow. Ich weiß gar nicht, können wir mit der Taschenlampe überhaupt Crits machen? Weil ich konnte die gerade auch nicht anvisieren. An der Stelle, wo sich der Geist befand, liegt etwas. Ein Brief gefunden.
Die Sonne schien heute sehr stark. Ich saß auf der Veranda im Innenhof, als sie auftauchte. Sie kam die Treppe empor und die Luft im Innenhof stockte. Ah, es war die Person ohne Gesicht. Die Person ohne Gesicht ist tot und läuft doch umher. Sie erblickte einen Mann, der sich im Innenhof aufhielt. Das Gesicht des Mannes zerfiel. Und die, die sein Gesicht erblickten, zerfielen ebenfalls. Und die ohne Gesicht ging nach drinnen, als ob nichts passiert wäre. Es hat begonnen. Das erste Mal in meinem Leben verspürte ich, die ich seit meiner Geburt schon tot war, eine Begeisterung. Es hat begonnen. Hiermit hat es begonnen. Ein Gefühl, als ob man auf eine Reise an einen fernen Ort geht. Ein Gefühl, wie ich es als kleines Kind verspürt habe. Heute will ich einen etwas ausgedehnteren Spaziergang machen. Wir waren lange nicht mehr am Strand. Wollen wir dorthin gehen? In solchen Momenten denke ich auch sofort an den Strand. Deswegen gehen wir hier ja auch schon in Stranddress umher. Es fügt sich alles zusammen, ne? Es passt einfach alles zusammen. Okay. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Innenhof. Hoffentlich ohne irgendwelche... Oh, Puppe? Puppe? Oh, ja, ich habe sie gesehen. Puppe. Ich hoffe, ohne irgendwelche zwischen... Dass hier irgendwas passiert. Ist da nicht eine Puppe hinter dem Gemälde? Ja. Sehr gut gesehen, sehr gut gesehen. Meinst du... Wobei, das ist eher ein Spiegel. Also meintest du die Puppe? Ansonsten war hier keine Puppe, sonst bekommen wir ja... Nee, beim Rollstuhl. Nee. Die hatte ich schon. Die haben wir schon abgelichtet. Sonst hätte ich auch einen Sound gehört. Wie jetzt eben bei der Puppe. Okay. Ich glaube, hier können wir speichern, ne? Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir speichern hier. Wobei wir einmal... Wir können gar nichts eintauschen. Gibt's für ihn... Okay. Na gut. Dann speichern wir einfach nur. Wie sieht überhaupt unsere Taschenlampe aus? Unsere Geisterlampe. Maximale Kraft, da können wir die Tiefe machen, ne? Da brauchen wir aber 50. Hier brauchen wir tatsächlich gar nichts mehr. Okay. Wir brauchen 50 blaue Steinchen. Ich gehe mal ein paar Schritte zurück. Man weiß ja nie. Okay. Wir wollen ins Erdgeschoss. Also, Fahrstuhlwartemusik. Stellt euch einfach irgendwelche Fahrstuhlwartemusik vor. Wir werden hier direkt nochmal speichern, damit wir den Fahrstuhl nicht nochmal nehmen müssen. Falls irgendwas nicht geplantes passieren sollte. So, ich glaube, wir kommen mit der Tür, kommen wir in den Hof, genau. Okay. Mal sehen. Ob wir die Rollstuhl-Lady, die Lady in Schwarz, auch im Innenhof mit ihrer Schwester wieder bekämpfen müssen. Das letzte Mal war das doch tatsächlich ein bisschen ungemütlich, die zu bekämpfen, muss ich sagen. Aber jetzt mit unserer Superlampe sollte das ganz gut gehen. Okay. Wir sind im Garten. Ah. Hier ist ein Item. Oh, hier? Da oben. Oh, wieder so ein Steinchen. Ja, sehr geil. Noch ein Item. Oh. Mehr kann ich davon nicht tragen. Krass, okay. Ich dachte... Okay, cool.
Fehlt hier gerade der Sound oder? Ist es ein Stummfilm? Ja, bekommt Kopfschmerzen. Ah, die Lady in Red. Oh, kommt ihr jetzt wieder direkt raus und wir können sie wieder nicht bekämpfen, wa? Wir können sie garantiert, ja. Ah, ja, okay. Und wir können sie garantiert wieder nicht bekämpfen. Ja. Genau, Alter. Sonst geht's dir gut, oder was? Oh, wir können sie bekämpfen. Okay, wir konnten sie tatsächlich bekämpfen. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Aber okay, es ging. Aber wir müssen einmal kurz uns einmal kurz heilen. Linse wechseln. Okay. Oh. Hier war wieder irgendein Item. Ja, diesmal nicht. Diesmal nicht. Okay. Einer Geisterhand 5-mal ausgewichen. Sehr schön. Toller Erfolg. So, ach nee, an der können wir ja gar nichts machen. Die roten Geistersteine können wir schön aufsparen für die Kamera Obscura von Ruka und Misaki. Oh, ich möchte ehrlich gesagt, ich bin ganz ehrlich mit euch, ich möchte nicht in die Talismantür rein. Es Gott, ernsthaft? Ah, hier unten ist eine Puppe. Ernsthaft, Pudding? Da hast du ein gutes Händchen gehabt? Das war der Witz des Tages. Wow! Hoppla. Warte, hier irgendwo hatten wir noch ein Item, ja genau. Oh, eine Kassette. Die können wir uns direkt mal anhören. Ah, den kennen wir. Wir haben bisher auch alle Protokolle gefunden. Das freut mich. 2年ぶりの老月島で灰原を見たという情報が入った。今度は火星じゃない。これも神だが。灰原が潜伏しているとしたら、やはりこの島なのかもしれない。島は静かだ。2年前のカグラの一件以来、周囲の島からもタブー視されているらしく、 訪れる人もほとんどいないという。しかし、暑いな。まだ残暑が厳しく、日差しが強い。風がない。空気が動いてないんだ。時間が止まっているような。
Okay, die Geräusche am Ende hätten jetzt nicht sein müssen. Eieiei. Ich frage mich, ob wir die Haibaras auch noch bekämpfen müssen. Bestimmt. Warum kommen wir eigentlich von hier raus? Ach ja, natürlich, hier geht's ja ins Anwesen zurück. Okay. Ja, mal schauen, was sich hinter der Talismantür verbirgt. Es klang auf jeden Fall von vorherigen Aufzeichnungen, klang es nicht sehr gut, was sich dahinter verbirgt. Denn es musste eingesperrt werden und sollte nicht freigelassen. Ich kann hier schon wieder fotografieren. Ei, okay. Da unten wurde jemand eingesperrt. Grau im Boden. Etwas ist auf dem Foto zu sehen. Oh, wow. Okay, krass. Oh, hier ist noch irgendwas. Können wir das abspielen oder was? Oh ja. Ach so, ja. Ich kann hier noch irgendwas untersuchen. Aber ich weiß nicht was. Ah, hier. Okay. Ja, oh, immer mit der Ruhe, ne? Da liegt ein Schwesternjournal. Als ich vorhin eingenickt bin, stand ich auch in meinem Traum vor dieser Tür, hinter der sie tief schlafend eingesperrt ist. Plötzlich kam es mir so vor, als hätte ich etwas gehört, als höre ich genauer hin. Da ist etwas, ganz leise. Ist es der Wind oder ihr Atem? Nein, sie summt etwas. Gerade als ich es bemerkte, öffnete sich die Tür plötzlich mit einem dumpfen Knarren. Hinter der Tür müsste eigentlich eine tief schlafende, im Sterben liegende Patientin sein. Wie ist das alles möglich? Oh, die Tür, die eigentlich fest verschlossen sein müsste, öffnet sich mit einem Knarren, das an einen Schmerzensschrei erinnert. Nicht hinsehen, nicht hinsehen, nicht hinsehen. Ich weiß, ich sollte nicht hinsehen, aber ich kann nicht anders, als durch den schmalen Spalt zu sehen. Ihre Augen, rote Augen. Was? Ich verstehe nicht. Was ist das für ein Gesicht? Was ist das? Okay, ja, warte mal. Welche Tür müssen wir nehmen? Die. Hinter mir. Okay, denn es klingt ja sehr danach, als ob das die Frau in Rot ist, ne? Die hier unten eingesperrt ist. Deswegen kam die ja auch zweimal hier unten aus dem Keller raus. Oh Gott, danke schön. Das war sehr laut auf den Ohren. Das war sehr, sehr laut auf den Ohren. Okay, das heißt... Eine Puppe. Hier ist irgendwo eine Puppe. Hier oben wahrscheinlich irgendwo. Da oben. Okay, macht ja sehr den Anschein, dass die Frau in Rot hinter der Talisman-Tür liegt und ihr Unwesen treibt. Ah, sehr schön, wir können sie aufmachen. Das freut mich. Das freut mich überhaupt nicht, um Gottes Willen. Was ist das für ein Altar? Oh, eine fette Zelle. Alles klar. Oh, zwei Zellen. Geh mal davon aus, wir müssen jetzt hier jemanden auf diesem engen Raum bekämpfen. Okay, noch nicht.
Hier liegt ein altes Notizbuch. Die Ernte ist bereit, aber der Anführer hat noch nicht die Erlaubnis gegeben. Das Gesicht eines geknospten Toten muss geerntet werden, denn ohne Gesicht können sie nicht erblühen. Dies besagt die Tradition. Mag sein, dass sie noch atmet. Solange sie atmet, dürfen wir sie nicht ernten. Aber wer würde behaupten, dass sie noch am Leben ist? Sie atmet kaum noch und ist von einer Kälte umgeben, die einem den Atem gefrieren lässt. Und dazu dieser Gestank. Weihrauch wird nicht helfen. Es wird Zeit, sie zu erlösen. Wir sollten sie wie eine Tote behandeln und ihr Gesicht ernten. Es ist so makaber. Wir haben Anweisungen, sie auf keinen Fall zu berühren oder ihren Namen zu sagen. Aber meine Sorge nimmt nur immer mehr zu. Wir müssen ihr Gesicht ernten. Wir müssen ihr Gesicht ernten. Ich weiß nicht, ob ich diesen Drang, etwas zu unternehmen, noch lange unterdrücken kann. Boah. Und wahrscheinlich in der Maske, die hier ausgestellt ist in dem Altar, liegt im Innen der Maske wahrscheinlich ihr Gesicht, ne, das geerntet wurde. So widerlich, ne? Das ist einfach. Das ist super uncool. Okay, ich habe hier tatsächlich ein Altar, aber wunderbar gefertigter Schrein. Im Zentrum des Schreins ist eine weiße Maske dargeboten. Okay, wir haben tatsächlich hier drin ein Item oder so. Massive Gittertür ist fest verschlossen und versperrt den Eingang. Der beißende Gestank vom Schimmel und Medizin dringt durch das Gitter. Oh, sehr schön. Aber wir haben eine Puppe, ein Püppchen. Oh, Puppen sind auch echt meine Achillesferse. Warte, was? Ah, hier. Ich wollte gerade sagen, irgendwo ist doch gerade ein Item aufgeploppt. Einer. Ein blauer Stein. Wow. Wieder sehr geizig unterwegs hier, die Leute. Was? Wo kommen Sie denn jetzt her? でも、ルカちゃんがどこにいるのか。あの場所です。あなたが昔ルカを見つけた場所。もうあまり時間がありません。お願いします。サヤカさん。キリシマさん、またあなたに助けられましたね。 Okay. Na gut. Das muss es gewesen sein, von dem Sayaka gesprochen hat. Wenn ich Ruka das hier gebe, dann kann ich sie retten. Okay, das Ding ist ja... Hier haben wir noch was, ja. Hier ist irgendwas schludrig notiert. Der Mond spiegelt sich wieder... Der Mond, ein tiefer, ruhiger Wald. Hier ist nichts. Ich will dich wiedersehen. Ich will dich wiedersehen. Ja, meine Spritzen am Polen, okay. Irgendwas ist hier aber doch noch. Okay. Oder auch nicht. Ah, hier. Okay. Draußen. Ja. Nee. 15 Stück, sehr schön. Da können wir die Taschenlampe, die Kamera Obscura von Ruka oder Misaki gut upgraden. Wo müssen wir denn jetzt hin? Gib Ruka Maskenfragment. Das heißt, wir müssen... Oh Gott, wo müssen wir denn da hin? Das war der Innenhof... Vom ersten Stock müssen wir in die Klinik. Ich glaube, von der Klinik können wir denn den Fahrstuhl runternehmen, um dorthin zu kommen, ne? Okay, gut. Dann gehen wir direkt ins Häuslein rein. Nicht durch den Innenhof.
Ich will nicht durch den Innenhof. Oh Gott, die Frau in Rot, die wird uns doch bestimmt gleich anspringen. Die möchte uns doch bestimmt gleich begrüßen. Ah, die Luke ist wieder zu. Uah. Nee. Geh woanders hin. Der Raum ist mir zu. Spooky! Ich wusste es. Ich hatte es mal wieder im Urin. Ja, genau. Und du stehst jetzt direkt vor der Tür, oder was? Oh. Ja. Bleib ganz ruhig. Ist okay. Ach, sie steht hier direkt vor. Okay. Oh. Erst haben wir erst die Ruhe selbst, der Junge, ne? Lies einfach erstmal in Ruhe die Tür auf und öffnet die auch in aller Seelenruhe. Was? Achso. Ja. Wir haben gespeichert. Ich lauf jetzt hier weiter. Wir gehen jetzt in die Aibara-Klinik. Genau. Wir folgen dem Wandergeist. Wie üblich. Jo auf dem Weg zum Altbau. Jo Aibara betritt den Verbindungstrakt zum Altbau. Im Innenhof scheint etwas Ungewöhnliches vorgefallen zu sein. Okay, sollen wir nochmal zurück in den Innenhof? Bis hier noch dem. Alter, die kommen auch direkt von der Seite. Was ist denn da los? Oh, nee. Oh, ja, alles klar. Ah, wieder von der Seite. Okay. Sie? Ah. Okay. Ah, die Taschenlampe ist ganz okay. Die ist ganz gut. Die ging tatsächlich. Es war okay, die zu bekämpfen. Oh. Doch genau gehört hier. Nächste Puppe. Oh Gott, also heute finden wir ja extrem viele Puppen. Gut, jetzt auch durch den Geräusch geschuldet. Also mal sehen, wo uns jetzt hinführt, ne? Aber ich vermute mal sehr stark, dass wir runtergehen müssen. Und... Was? Telefon? Wo ist hier ein Telefon? Das unten? Ah, das ist unten in der Lobby. Okay. Oh. Mit dem Telefon verbinde ich wirklich keine schönen Erinnerungen. Das letzte Mal habe ich einen halben Herzinfarkt bekommen, als ich zum Telefon gegangen bin. Mal schauen. Ja, ich bin da. Wer auch immer anruft, zu dieser gottlosen Zeit. なくなるんだ。
Alle sind da blut, krass. Ah, wenigstens gab es keinen Jumpscare diesmal. Sehr schön. Diesmal sind tatsächlich alle. Ah, achso, doch. Wir können hier mal nochmal. Damit wir 8 Heilung. Damit wir mal 8 Heilung im Gepäck haben. Speichern das Ganze. So, ich würde jetzt sagen, dass wir den Fahrstuhl nehmen, ne? Fahrstuhl nehmen und dann. Und dann Ruka suchen. Einmal nach ganz unten. Bestimmt nur ein Vertreter von Voltec, der dir wie immer ein Volt andrehen will, ja. Wie gut, dass ich das trotzdem verstehe, obwohl ich Fallout nie gespielt habe. So, wir begeben uns zu den Spuren von Madoka, oh Gott. Unser Vater, oder? Ja! Okay, die beiden sind direkt tot. Sehr schön. Nee. Hier ist noch einer? Okay. Irgendwie von hier. Komm, zeig dich! Ah. Immer von der Seite. Schön heran. Bam! Ja, komm näher. Oh, oder auch nicht. Verschwinde wieder. Ich habe jetzt gerade gar nicht auf seine HP geachtet. Ihr seht die HP-Leiste ja sowieso nicht, weil meine Cam davor ist. Ah, der hat nicht mehr viel. Müsste es jetzt gewesen sein. Overkill. Natürlich. Jener Ort. Hogyo Haibara. Ja. Okay. Pashu kommt. Du hast auch noch nie nur einen Teil von Fallout gespielt? Nee. Nee, habe ich nicht. Tatsächlich nicht. Bin ich jetzt gar nicht so wild. Also. Wie? Er hat selber gerade auf den Knopf gedrückt? Mir Spaß gemacht. Nee, mir nicht. Oh Gott, wo geht's denn jetzt hin? Ah, scheiße, zu spät. Nee, warum? Ist doch okay. Man muss Fallout nicht spielen. Nee, tatsächlich nicht. Hat mir irgendwie, ich bin nie dazu gekommen. Also ich glaube schon, dass mir Fallout tatsächlich auch gefallen würde. Oh Gott, wo laufe ich wieder hin? Ich glaube schon, dass Fallout mir tatsächlich Spaß machen würde. Aber jetzt ist es mittlerweile zu spät, weil ich bin eine Grafikschlampe. Ja, okay, ist jetzt ein schlechtes Beispiel mit Project Zero. Aber im Allgemeinen bin ich ja eigentlich eine Grafikschlampe. Das kennt ihr ja von mir. Und deswegen wäre es jetzt für mich auch wirklich zu spät, Fallout zu spielen. Also ich habe es letztens beim Psycate sogar gesehen, als er das nochmal durchgespielt hatte. Und das wirklich, nee, hätte ich keine Lust mehr zu. Hätte ich keinen Bock mehr zu. Es sah selbst, nee, ist nicht in Ordnung. Nee, Fabio. Die Grafik ist echt altbacken. Außerdem ist das die Bethesda-Grafik. Bethesda ist echt so, boah. Ich weiß nicht, warum die es nicht gebacken bekommen. Ihre... Was liegt denn da drin?
Warum Bethesda es nicht gebacken bekommt, ihre Grafik-Engine endlich mal ein bisschen aufzubohren. Ich meine, guck dir Starfield an. Das ist grafisch, ist das nicht gut. Es hat schon Spaß gemacht, auch wenn es echt ein bisschen, ja. Es war schon ein bisschen sehr eintönig und sehr leer teilweise auf dem Planeten. Also wirklich leer. Man ist da so 10 Minuten über den Planeten gelaufen, um denn einen Gegenstand zu finden oder so, den man denn am Ende gar nicht brauchte. Also war schon übel manchmal. Aber jetzt grafisch und technisch gesehen war das überhaupt nicht gut. Und das ist Starfield, was natürlich sehr, sehr viel neuer ist als... Warte, wo ist denn der Geist? Warte mal, hä? Ich stehe hier mitten am Speicherpunkt. Ich sehe den Geist nicht. Wo ist er? Ich habe hier eine... Ah, da! Gott! Na, scheiße. Ich hab sie nicht getroffen, ernsthaft? Oh, natürlich wieder zu spät. Okay, aber hier war noch ein Speicherpunkt, ne? Genau, okay. Dann können wir uns kurz mal, komm. Wir hauen uns einmal voll, dann kaufen wir uns noch mal kurz ein Item. Nee, ist tatsächlich grafisch für mich echt veraltet. Wirklich veraltet. Und deswegen werde ich es wahrscheinlich auch nicht mehr anfassen. Außer wenn jetzt tatsächlich ein komplett neuer Teil rauskommt und Bethesda es endlich mal auf die Reihe bekommt, ihre Grafik, ihre eigene Engine ein bisschen aufzubohren. Aber wir reden hier von Bethesda. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Echt unsympathisch gemacht. Also generell finde ich Grafikuren sehr wack. Vor allem, wenn sie, wie du, doppelmoralisch sind. Aber hey, ich komme klar, jedem das gleich. Ja, gut, was heißt Doppelmoral? Ich zock tatsächlich grafisch eher nicht so anspruchsvolle Titel, wenn es Horrortitel sind. Weil man gerade im Genre des Horrors, man sich das nicht wirklich aussuchen kann. Weil die meisten guten Horrorspiele halt Indie-Titel sind. Und viele Indie-Titel tatsächlich vom Grafischen her halt nicht so so anspruchsvoll sind, was ja logisch ist. Außer wenn sie jetzt auf die Unreal Engine 5 gehen. So, dann kann das tatsächlich sogar ein sehr, sehr grafisch anspruchsvoller Titel sein. Aber wenn ich alles andere, was ich so zocke, ist absolut grafisch auf dem neuesten Niveau. Ne? Zum Beispiel wie Nobody Wants to Die, was wir kürzlich gespielt hatten. Was wir demnächst streamen werden mit Wukong und mit Star Wars Outlaws, sind auch beides schon grafisch anspruchsvollere Titel. Deswegen, also eine wirkliche Doppelmoral ist da nicht bei. Das ist tatsächlich nur im Horror-Genre, aber da kann ich es halt nicht ändern. Das fandest du echt hässlich? What the fuck? Was ist mit dir los? Nobody Wants to Die ist ein absolut grafische Pracht. Definitiv. Heimara! Heimara! Doda! Holy shit! Er hat uns gerade ein Messer im Bauch gerammt. Oh wow, okay. Ey, ich glaube, Fabio, du solltest mal zum Augenarzt. Oh nein, wir sind... Oh Gott. Ernsthaft? Sind wir jetzt wirklich vom Krankenhaus gesprungen? Und jetzt sind wir selbst ein wandelnder Geist. Ah, okay.
Deswegen sehen wir auch die... Aber wenigstens haben wir auch Jo Haibara mitgerissen, oder? Wobei er jetzt nicht hier am Boden mit uns liegt. Gefallene Blüten, Phase 10 abgeschlossen. Uiuiui, okay.